Und ich bin jetzt hier am Symposium, am 2. hier oben als Unnerbach, wo eben Bildhauer Skulpturen machen. Und die Co-Präsidentin von diesem Symposium ist die Rosa Weisen. Rosa Weisen, was geht auch durch den Kopf, wenn ihr die Skulpturen jetzt hier seht? Wenn ich die Skulpturen hier sehe, so sage ich, das ist wirklich Kunst. Also das ist etwas unverschämt Grosses. Trauen dir auch das euch zu, dass ihr so eine Skulptur machen könntet? Nein, keine Chance hängen wir da. Das ist eine richtige körperliche Anstrengung und die Arbeit, die da machen dienen. Jetzt ist das sehr eine multikulturelle Truppe. Es sind insgesamt 9 Bildhauer aus von Russland bis China. Hat man aus vielen verschiedenen Ländern Künstler hier. Ja, wie ist das mit denen zusammen zu arbeiten? Also das ist wirklich wunderbar. Also der erste Tag müssen wir dich aneinander finden. Aber es ist nachher auch so eine Harmonie drin. Und wenn einem etwas fehlt, so ist der andere da oder auch wir hier vom Dorf, die wirklich mithelfen und spüren, dass auch die Skien getreten sind von der Bevölkerung. Wie können dir die Künstler genau unterstützen? Wir unterstützen die, indem dass man Kost und Logis und das zahlt. Das ist ein kleines Geld am Tag bekommt. Und natürlich auch immer wieder schauen, wie aus dem Steinblock ein Riso Skulptur wird und sehr interessant, wie man das sieht, wie das entsteht. Sind ihr selbst schon viel diesen Künstlern in den letzten 3 Wochen, wenn sie die Skulpturen gemacht haben, vorbeischauen? Ja, sicher fast jeden Tag. Das hat da dazu gehört. Das ist auch so interessant, dass man immer wieder schauen, was passiert jetzt mit dem Stein, was passiert da. Am Anfang muss ich nicht recht wissen, was es gibt, aber wenn man das nachher anschauen tut, phänomenal.